Mein Name ist Christian Kittel, bin Geschäftsführer des Innovationszentrums Evolaris in Graz. Wir sind ein Zentrum, das sehr auf den Bereich Digitalisierung und deren Auswirkungen fokussiert. Und wir entwickeln sogenannte digitale Assistenzsysteme, die Menschen dabei unterstützen, die Komplexität, die die vernetzte Welt mit sich bringt, zu beherrschen. Meine These ist, dass die industrielle Revolution, die vierte industrielle Revolution, die durch die Digitalisierung ausgelöst wird, zwar zu einer Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation führen wird, aber zu einer Verschärfung der Kluft zwischen Arm und Reich. Also wenn man sich anschaut, wie die industriellen Revolutionen bisher verlaufen sind, dann hat es eigentlich immer zu einem Produktivitätsfortschritt geführt. Schon in der Vergangenheit, ob es der Buchdruck war oder ob es die Dampfmaschine war, letztendlich hat es zu mehr Produktivität und zu einem Wirtschaftswachstum geführt. Und natürlich gab es immer Gewinner und Verlierer, schon in der Vergangenheit. Es gab Berufe, die durch die Revolution, durch die industrielle Revolution obsolet wurden. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das wird auch diesmal passieren. Ich denke, Uber hat schon vorgeführt, dass beispielsweise im Bereich der Taxilenker vielfach sozusagen dieser Beruf möglicherweise obsolet werden wird. Genauso Zahntechniker wird man möglicherweise in Zukunft nicht mehr brauchen, weil durch den 3D-Druck die Zahnimplantate günstiger und auch sogar besser produziert werden können. Automatisiert wird hier vermessen, wie der Zahn aufgebaut sein muss, etc. Bis hin, wenn man sich anschaut, der Bundespräsident Jonas, er war noch Zeitungssetzer, dieser Beruf ist inzwischen komplett obsolet. Ähnlich wird es bei der Digitalisierung und der industriellen Revolution sein, die jetzt gerade vor sich geht. Wir werden viele Berufe sehen, die im Zeitablauf verschwinden. Und damit kann es einerseits sozusagen zu einer Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Situation natürlich kommen. Und die Frage bleibt, wie wird sich diese Veränderung auswirken auf die einzelnen Personen? Meine These lautet, dass durch die Digitalisierung die Kluft größer wird, weil die Menschen nicht so schnell diese Veränderungen mitvollziehen können, was das Qualifikationsniveau betrifft. Insbesondere die weniger qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden es nicht schaffen, diesen Sprung in Richtung digitale Wirtschaft mitzumachen. Und diejenigen, die vom Ausbildungsniveau jetzt schon höher qualifiziert sind und dementsprechend auch besser das Lernen der digitalen Technologien rezipieren werden, die werden diejenigen sein, die großen Gewinner sind. Es gibt die These, dass die digitale Kluft kleiner wird, wenn man sich anschaut, etwa in Kenia, M-Pesa, das Zahlungssystem hat dazu geführt, dass jetzt erstmals viele Kenianer ein Banking-System haben. Sie können das mit dem Smartphone machen und da habe ich jetzt in letzter Zeit öfter die Aussage gehört, die digitale Technologie führt zu einer Demokratisierung des Wissens und zu einer weiteren Verbreitung der Kompetenzen. Aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall. Wenn ich mir anschaue, wie das Kompetenzniveau von Jugendlichen im Bereich der digitalen Technologien ist, so stimmt es zwar, dass sie viele Anwendungen bedienen können, aber das tiefe Verständnis für die Funktionsweise, das sehe ich vielfach nicht. Also diese Digital Natives, die wir immer wieder gern zitieren, sind zwar groß geworden mit der digitalen Kommunikation, mit den IT-Technologien, aber sie haben nur Anwenderkompetenz und nicht wirklich Verständnis über die Funktionsweisen, die dahinter liegen. Wohingegen Personen, die ganz frühe Entwicklung schon mitgemacht haben als Erwachsener, oft wesentlich besser verstehen, wie Computer aufgebaut sind, welche Verschlüsselungsalgorithmen notwendig sind, um etwas sicher zu übertragen. Ich glaube, hier spricht man von zwei unterschiedlichen Dingen. Die Kompetenz, Dinge anzuwenden
und die Kompetenz, Dinge wirklich zu verstehen. Und wenn ich zugeben würde, dass die Anwendungskompetenz durchaus steigt, so sehe ich doch, dass das tiefere Verständnis kaum gegeben ist. Und dementsprechend glaube ich, dass nur eine kleine Gruppe in der Lage sein wird, die tiefgreifenden Veränderungen durch die Digitalisierung auch selbst zu steuern und vollständig zu verstehen. Und dass dementsprechend die Kluft zwischen denjenigen, die über die neuen Geschäftsmodelle, die möglich werden, den Reichtum, den Wohlstand sozusagen abschöpfen, und denjenigen, die das bloß anwenden und vielfach sozusagen diesen Geschäften ausgeliefert sind, ja, dass die größer wird. Ich denke, dass es wichtig sein wird, die Menschen zu empowern, mit Technologien zu unterstützen, diese Komplexität, die eben diese Digitalisierung mit sich bringt. Schließlich werden fast alle Dinge unseres täglichen Lebens vernetzt sein, genauso wie wir Menschen Teil dieses Netzwerks sein werden. Und ich glaube, wir brauchen Technologien, die uns dabei unterstützen, die Komplexität dieses Netzwerks und dieser Zusammenhänge zu verarbeiten. Unsere Informationsverarbeitungskapazität als Mensch bleibt konstant. Die Komplexität der Umgebung steigt. Das heißt, wir brauchen ein mittelndes Instrument. Wir bezeichnen das als digitale Assistenzsysteme, die auf Basis von Smartphones, Tablets, Smart Glasses oder Datenuhren uns die Informationen zur richtigen Zeit anzeigen, die wir benötigen. Das soll aber nicht so weit gehen, dass man wie ein Roboter eigentlich ferngesteuert wird und nur noch die Informationen abliest, die jeweils sozusagen vom beispielsweise Firmeneigentümer an dieser Stelle gedacht sind, auszuführen, sondern man soll aktiv diese Informationen abfragen können, und man braucht natürlich entsprechende Informationsmanagementkompetenz, um auch die richtigen Informationen im richtigen Zeitpunkt abzufragen. Aber diese Systeme müssen uns dabei unterstützen, dass die Informationen dann auch in dieser Form präsentiert werden, sodass wir sie rezipieren können. Und ohne solche Systeme sehe ich eben die Gefahr, dass die Menschen wirklich zu Ameisen werden, die ferngesteuert werden, vielfach, ja, von einer kleinen, wissenden Gruppe, die sozusagen diese Geschäftsmodelle und Technologien tatsächlich beherrscht, versus den Personen, insbesondere den weniger qualifizierten Personen, die diese Technologien letztendlich nur anwenden und dabei eigentlich nur passiv anwenden. Sprich, sie müssen den Vorgaben dieser Systeme folgen. Menschenähnliche Roboter sind ja bereits jetzt im Einsatz, etwa in Japan, wo ein Hotel existiert, wo nur Roboter den Menschen gegenüber, den Besuchern gegenüberstehen, sowohl beim Empfang als auch bei der Reinigung. Da gibt es gar keine Menschen mehr, die mit dem Gast interagieren. Aber ich glaube, insgesamt wird diese Situation nicht allzu häufig in den nächsten Jahren anzutreffen sein, weil menschenähnliche Roboter ja eigentlich nur dann sinnvoll sind, wenn ich wirklich eine menschliche Interaktion erreichen und substituieren will. Wohingegen klassische Roboter in der Fabrik nicht mehr wegzudenken sind, die dort auch ihren festen Platz haben, die schwere Dinge heben können, damit auch vielfach den Menschen unterstützen. Aber ein menschenähnlicher Roboter soll ja den Menschen wirklich in einer 1-zu-1-Situation ersetzen, sonst macht es keinen Sinn, dass der Roboter diese Form einnimmt. Und hier sehe ich einfach die Entwicklung der äußeren Gestalt der Roboter bei weitem noch nicht so weit, dass sie in den nächsten 10 Jahren etwa die menschliche Interaktion wirklich glaubwürdig für den Gast oder für die Personen ersetzen könnten. So, da sehe ich noch eine Zeitspanne von mindestens 20 Jahren. Hier, denke ich, wird die Entwicklung bei den Robotern vielfach überschätzt, was die menschenähnlichen Roboter betrifft. Unterschätzt wird sie aus meiner Sicht aber im Bereich der generellen digitalen Assistenten.
die jetzt nicht als Roboter menschenähnliche Züge haben, aber alle großen Internetfirmen wie Google, wie Facebook, wie auch Windows, Microsoft mit Cortana haben digitale Assistenten als ein zentrales Forschungs- und Entwicklungsfeld auserkoren, ob es jetzt Siri, ob es Google Now ist, ob es M von Facebook ist. All diese digitalen Assistenten werden bei uns schon in kurzer Zeit immer mehr Aufgaben des täglichen Lebens versuchen abzunehmen. Sie werden uns beraten, sie werden mit uns interagieren. Hier sehe ich eine sehr schnelle Entwicklung. Bei den menschenähnlichen Robotern, denke ich, wird es noch sehr viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich denke, dass die digitale Gesellschaft von morgen, wenn wir nicht aktiv gegensteuern, so aussieht, dass eben eine kleine Gruppe von Menschen, die die Zusammenhänge dieser vernetzten Welt und der Digitalisierung wirklich verstehen, eine große andere Gruppe mehr oder weniger dominieren wird, dass eben diese Kluft zwischen Wissenden und Unwissenden im Sinn von tatsächliches Verstehen der Zusammenhänge relativ größer wird und dementsprechend auch die Kluft zwischen Arm und Reich weiter wachsen wird. Ich würde mir wünschen, dass wir dem aktiv gegensteuern, indem wir vor allem humanzentrierte Systeme bauen, zwar datengetrieben, aber humanzentriert, das muss im Vordergrund stehen, und dass diese humanzentrierten Systeme als Assistenzsysteme alle Menschen unterstützen, die Vorteile der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen, dass wir damit sozusagen die Menschen empowern, die Dinge zu tun, die sie gerne tun, die sie auch für ihren Job benötigen und sie auch zu empowern, ein Verständnis für diese Technologien zu generieren, zu gewinnen. Da müssen wir in der Ausbildung, denke ich, noch sehr viel mehr tun. Wir müssen sehr viel mehr systemische Ausbildung in den Vordergrund stellen. Derzeit ist es noch sehr stark ein Silo-Denken, auch auf Universitäten, auch in den Schulen, wo man immer noch nach einzelnen Fächern unterscheidet und sehr viel Zusammenhänge nicht in der Form adäquat vermittelt, wie sie benötigt würden, um eben diese vollständig vernetzte Welt auch wirklich begreifen zu können.